Lens TV und unser SK Sturm hat soeben mit 1:2 gegen Fenerbahce Istanbul im Hinspiel der dritten Runde der Europa League Qualifikation verloren daheim. Es hat gut angefangen für unsere Jungs, nach 10 Minuten die frühe Führung durch Stefan Hirländer. Thorsten Röcher, der auf links ein bisschen Platz hat, spielt die scharfe Hereingabe in den 16er. Der Ball geht eigentlich an allen vorbei. Es ist sehr, sehr viel freier Raum für Hirländer, der dann im 16er wartet, komplett unbeträgt auch einschießen kann und auch zugegeben schön abschließt zum frühen 1:0 für unsere Blackies. Danach, knapp 5 Minuten später, verletzt sich Philipp Zulechner. Der muss dann raus, für ihn kommt dann Husbeck. Husbeck insgesamt, gleich mal vorweg, finde ich, eine brave Leistung, auf jeden Fall auffällig gewesen, auch wenn ihm nicht alles gelungen ist. Und in Summe unsere Jungs auch wirklich brav, nicht nur gekämpft, sondern auch ein bisschen gedrückt, sagen wir es mal so. Also man hatte die ein oder andere Halbchance, Potzmann mit einem Distanzschuss und zuvor noch Lykogianis mit einem Freistoß, der ein bisschen zu zentral ausgefallen war. Und man hatte eigentlich Fenerbahce relativ gut im Griff, für meine Begriffe zumindest. Dann das 1:1 so ein bisschen aus dem Nichts insgesamt. Also Fenerbahce tankt sich auf der rechten Seite durch. Lykogianis, der kurz zuvor gelb gesehen hatte, attackiert nicht so hundertprozentig, hatte ich das Gefühl. Und Potuk ist es, die Nummer 7 von den Türken, der sich eben auf rechts, auf unserem linken Flügel dann durchtankt, die Hereingabe dann scharf reinbringt. Und Marisic steht dann halt einfach unglücklich und macht das Eigentor zum 1:1 in Minute 29. Dann war so ein bisschen der Knick zu spüren bei unseren Jungs. Das 1:2 dann auf dem Fuß gefolgt, aber 5 Minuten später durch eine Standardsituation Torschütze Robert Neustädter nach einer Ecke von Valbuena. Also allein natürlich, wenn man sich die Namen dann wirklich mal so aufzählt, dann hat man schon auch gemerkt den Qualitätsunterschied. Also man merkte auch in dieser Phase, als das 1:1 gefallen ist, dass wirklich Fenerbahce ein bisschen ernst gemacht hat. Sie haben das Tempo ein bisschen angezogen, gerade in unserem 16er haben sie wirklich schön kombiniert. Da hat man wirklich diesen Klassenunterschied kurz mal gespürt. Mit dem 1:2 ist es dann auch in die Pause gegangen. Im zweiten Durchgang eigentlich von Fenerbahce kaum noch was gekommen. Bei unseren Jungs hat es auch lange gebraucht, bis man wirklich nennenswerte Chancen hatte. Es war eher so zunächst so ein, zwei Halbchancen bei Fenerbahce, 2-3 bei unseren Jungs. Also da denke ich mal Potzmann mit dem Distanzschuss oder auch Röcher, der knapp verzogen hat, dabei dann noch abgefälscht und so weiter. Wirklich, wirklich gefährlich wurde es dann wirklich in den letzten Minuten. In Minute 90 Fabian Koch aus der Distanz, da musste Demriel schon sich gehörig strecken, der auch extrem viel Zeit geschunden hat, ganz nebenbei der Schlussmann von Fenerbahce. Und auch Romano Schmidt, neu in die Partie gekommen, hat mir gut gefallen, hat auch ein bisschen herumgewuselt und wirklich auch für Wirbel gesorgt. Und im Endeffekt dann eben ja, die letzte Chance durch Schubert nach einem Schuss von Potzmann. Sorry Leute, ich bin gerade vom Ordner rausgeschmissen worden, der wollte den Sektor zumachen. Wo war ich stehen geblieben? Also die Chance von Schubert eben nach einem Schuss von Potzmann kann Demriel den Ball nicht richtig abwehren. Und Schubert bringt ihn aus kürzester Distanz dann auch nicht im Tor unter. Und ja, das war es dann auch im Endeffekt. Also mehr gab es dann auch nicht zu sagen. Mein Resümee, man hat brav gekämpft, man hat am 2:2 auf jeden Fall geschnuppert, aber im Endeffekt hat es dann nicht gereicht. Also am Sieg war man nicht wirklich dran, aber ein Unentschieden wäre durchaus möglich gewesen, finde ich persönlich. In dem Sinne, ich bin trotzdem halbwegs optimistisch fürs Rückspiel. Zu verlieren hat man jetzt gar nichts mehr in Istanbul und einfach mal schauen, wenn man dort irgendwie was holt und tatsächlich das noch schafft, ist es eine Sensation. Wenn nicht, okay, hat die Mannschaft sich gut präsentiert. Von dem her verabschiede ich mich. Ich wünsche noch trotzdem einen schönen Abend. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.